Ey, ja Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum neuen Forza Horizon 4 Video. Und zwar habe ich heute einen Geldglitch für euch, den ihr wirklich ziemlich easy machen könnt, alleine das Ganze. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal nach dem Intro an. Ja, ihr müsst für den Geldglitch nach Edinburgh in die große Stadt. Und da gibt es nämlich ein Rennen für euch, das ist der Edinburgh City Sprint. Ich zeige den euch kurz auf der Map. Der ist hier. Hier ist der Edinburgh Stadtzentrum Sprint, nur damit ihr es seht. Das Ganze macht es am besten mit einem bestimmten Auto, das werde ich euch gleich noch zeigen. Jedenfalls geht ihr auf die Veranstaltung, klickt dann auf Solo, geht dann auf eigene Veranstaltung und dann seht ihr oben hier verschiedene Sachen, eben die von Leuten erstellt wurden. Dann geht auf, Moment, Monatsbeste, dann geht ihr von dem Marcelo Mikko in den Skillpoint Glitch. Dieses Event startet ihr dann am besten mit diesem Auto. Das ist der Renault 5 Turbo Forza Edition, weil der eben einen Fähigkeitenboost hat. Und der ist ziemlich, ziemlich wichtig für das Ganze, damit wir eben so viele wie möglich Skillpunkte einsammeln können, die dann später zu Geld machen können. Ja, ihr startet das Ganze dann einfach ganz normal. Lasst euch nicht irgendwie irritieren von den Gegnern, die fahren hier ein bisschen Crap zusammen. Aber das gehört wohl zu diesem Rennen dazu. Wie gesagt, es ist scheißegal eigentlich, wie schnell ihr fahrt oder sonst irgendwas. Hauptsache, ihr kommt zum letzten Checkpoint. Deswegen guckt einfach, dass ihr da hinkommt. Und dann würde ich sagen, sobald wir gleich beim letzten Checkpoint sind, dann geht's weiter mit dem Glitch. Ja, Leute, wenn ihr dann um die letzte Kurve rum seid, werdet ihr gleich merken, dass irgendwas nicht stimmt. Und zwar, dass der Checkpoint verpasst wurde. Dann habt ihr alles richtig gemacht. Stellt euch am besten dann direkt hier links an den Straßenrand, damit ihr von keinen Leuten getroffen werden könnt oder gerammt werden könnt. Und jetzt werdet ihr merken, dass wir einfach Punkte sammeln. Also wir werden die ganze Zeit Punkte sammeln für das Überholen. Ihr seht, die werden die ganze Zeit wieder gespawnt, die Autos, und die bekommen die ganze Zeit Punkte für das ultimative Überholen. Ja, wie ihr seht, bekommen wir jetzt immer wieder Punkte, jetzt einfach nur wegen ultimatives Überholen. Wir stehen hier, die Autos werden da hinten immer wieder neu gespawnt. Und das können wir eben so lange machen, bis sie 70.000 Punkte haben, beziehungsweise ich mache das eben, um ein bisschen abzusichern, mit 72.000 Punkte. Dann bekommen wir nämlich die maximale Anzahl an Skillpunkten, die man bekommen kann. Ihr müsst eben aufpassen, dass die Autos euch nicht rammen, weil sonst eben die Punkte weggehen. Und was ihr auch beachten müsst, wenn ihr nachher zurückfahrt, um die Punkte abzusichern, quasi um das Ganze abzuschließen, dürft ihr nämlich nicht vom Spiel gespawnt werden. Das heißt, wenn die 5 Sekunden ablaufen, werdet ihr automatisch gespawnt beim Checkpoint. Das darf nicht passieren, weil ihr müsst vorher eben die Punkte absichern. Ich zeige euch aber nachher, wie das geht, sobald wir die 70.000 Punkte erreicht haben. Ja, wir sehen, haben jetzt 72k erreicht, das reicht völlig aus. Mehr geht nicht, und jetzt müssen wir eben aufpassen, dass wir nicht gecrashed werden, sobald wir rübergehen, weil sonst ist alles wieder weg und das müsste gut aussehen. Ja, es sieht gut aus, und jetzt müssen wir eben die Punkte nur noch nach Hause bringen. Ihr dürft euch ja nicht T-spawnen lassen, also wenn der Countdown runterläuft von 5, 4, 3, 2, 1, dürft ihr euch nicht vom Spiel spawnen lassen, weil sonst alle Punkte auch weg sind. Deswegen guckt am besten, dass ihr ein bisschen weggeht vom Ort des Geschehens, und dann werden die Punkte, wie ihr seht, gleich gut geschrieben. Und wir haben die Punkte bekommen. Jetzt könnt ihr entweder das Game leaven oder ihr fahrt fertig. Also ist im Prinzip, ja, wenn ihr es fertig fahren wollt, dann müsst ihr eben kurz hinten zu dem Jackpot hin, dann könnt ihr das Ganze fertig fahren. Ich fahre es in dem Ding jetzt einfach mal kurz fertig. Ist eigentlich, wie gesagt, relativ egal. Und dann haben wir jetzt genügend Skillpunkte, die wir nachher eben umwandeln können in Geld. Und das zeige ich euch im nächsten Schritt, sobald wir wieder im Hauptmenü sind. Ja, Leute, wenn ihr dann im Menü angekommen seid wieder, dann geht das alles mal auf die Automesse und sucht nach einem ganz bestimmten Auto. Und zwar, ihr sucht jetzt nach dem Porsche. Porsche, 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 wo ist hier? Und nehmt dann den Porsche 911 Turbo von 1982. Es ist im Prinzip scheißegal, wie der aussieht, also der muss nicht irgendwie getuned sein oder sonst irgendwas. Deswegen ist im Prinzip auch die Farbe egal, da wählt ihr irgendwas auf und kauft eben das Ding. Und jetzt müssen wir eben gleich unsere Skillpunkte, die wir eben jetzt erglitscht haben quasi, gleich verwerten, und dann bekommen wir 300.000. Das heißt, wir machen quasi bei dem Glitch so einen Gewinn von 150.000 plus ein extra Wheelspin, das wir bekommen, bei dem wir eben auch nochmal Geld bekommen können. Und ja, wir haben jetzt den Porsche gekauft, kommen jetzt normalerweise wieder zurück ins Menü. Ne, gehen wir jetzt nochmal kurz zurück. Jetzt sind wir wieder im Menü. Dann geht ihr eben auf Upgrades und Tuning und auf Automeisterung. Da könnt ihr euch die Vorteile kaufen, und dann fangt ihr einfach an. Ihr fangt an mit dem Sammlerstück für einen Fähigkeitspunkt. Ihr seht, wir haben unten, wie viele wir haben. Rechts seht ihr schon den kostenlosen Wheelspin, dann bekommen wir hier den nächsten, Gefahrensucher. Dann
kaufen wir wieder den nächsten, kleiner Schubser, und dann kommen wir eben zu dem mit den Credits-Zeichen drauf, nehmen wir mit das Benzintankpaket, und wie ihr seht, bekommen wir jetzt zusätzlich 300k Credits. Ihr könnt es eben für einen Punkt noch den Wheelspin kaufen, da habt ihr eben nochmal Chance auf Geld, und deswegen würde ich sagen, ist ja wirklich der Glitch wirklich sehr, sehr effektiv. Man macht jetzt zwar nicht das Ultra-Geld, aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil es eben eine sichere Sache ist, würde ich jetzt mal sagen. Und im Prinzip war es das eigentlich schon. Ich mache noch kurz das Wheelspin auf, falls irgendwas Besonderes kommt hier. Ich habe 3 bekommen während dem ganzen Rennen und so. Also es lohnt sich auf jeden Fall definitiv. Man bekommt nicht nur die 150k eben für dieses Auto. Man kann das übrigens auch jetzt noch auf der Automesse verkaufen. Allerdings ist das ja jetzt ein bisschen fragwürdig, ob das irgendjemand kauft. Also das ist ein bisschen schwierig. Immerhin haben wir jetzt hier nochmal zusätzlich 20k bekommen. Hab aber noch immerhin noch 2 Drehungen, also vielleicht kommt da noch irgendwas Gutes raus. Das sehen wir gleich hier schon wieder 75k, das heißt, wir haben schon 100k, also insgesamt 250k bei diesem Glitch gemacht. Und wer weiß, was kommt beim dritten so raus, vielleicht nochmal ein bisschen Geld. Na, noch besser, nochmal 180k, das heißt, wir haben 280k alleine durch die Wheelspins gemacht. Das ist wirklich richtig cool, und nochmal 150k beim Auto, hat sich auf jeden Fall richtig, richtig gelohnt. Und ja, Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir noch eine Bewertung da. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!